Ich bin mir ganz, ganz sicher, in ein paar Sekunden kommt von vorne ein Street Racer hier um die Ecke gebogen. Das muss doch. Das ist schon zweimal passiert. Da, das Auto vielleicht? Aber erst einmal hallo-seits und willkommen zurück bei Need for Speed Payback. Na, was sag ich denn? Das ist doch wieder die Belle. Ja, genau. Aua, schon ist die Karosserie im Eimer. Ein Street Racer. Die Herausforderung nehme ich an. Ja, oh, was, eine Köderkiste? Okay, Köderkiste geht vor, Entschuldigung. Hier oben ist auch eine. Geht ja gut los. Ich werde gleich was zum Wagen sagen. Okay, ach, Tankstelle, nicht Tuner. Also Airfield und dann Tankstelle, oberhalb, neben Radarfalle, Strommast. Da ist auch eine Köderkiste, geil. Hey! Dieses weiße Dreieck da vorne, das muss ich noch wegmachen. Das ist mir erst im Nachhinein aufgefallen. Da habe ich irgendwie herumgespielt und irgendwie das weiße Dreieck da drauf gepappt, was da vorne zu sehen ist. Das muss ich zum Beispiel noch wegmachen. Hoppala. Eieiei. Boah. Mann, die Lackierung könnt ihr dann bezahlen, ja? Und die Aufkleber könnt ihr aufkleben, ihr blöden Polizisten. Die fahren ja auch sowas wie wir, bloß wir fahren es viel schöner. Oh, Otto. Das sieht wieder ganz anders aus draußen. Es war wieder dunkel nach der Tunerei. Jetzt ist es wieder hell. Das sieht ja nochmal viel, viel besser aus als ohnehin schon. Was willst du von mir? Ja, genau. Was willst du? Was willst du tun? Schöne Corvette. Nein, nicht euer Ernst, oder? Ey, wie soll ich denn da entkommen? Das ist die Frage. Ich hab auch gehofft, der setzt uns zurück, weil wir schief standen und gar nicht Bodenkontakt hatten. Ich frage mich, was die damit bezwecken, dass die uns fangen, denn wir bekommen kein Geld abgezogen, wir haben immer noch 993. Keine Teile-Token, nix, die fangen uns einfach und das war's. Da, jetzt habe ich weder Köderkiste noch Street Racer. Super. Wir müssen auf jeden Fall nochmal zum Airfield. Ich muss dieses weiße Dreieck von der Motorhaube packen. Was habe ich mir nur bei diesem Wagen gedacht? Eine gute Frage. Die Farbkombination. Die war mir klar. Ansonsten alles andere habe ich einfach wieder beim Drauflos-Kleben gesehen. Habe ja auch ein paar Sachen verworfen. In erster Linie lag es daran, dass dieser Editor, ja, der ist von der Grundidee her super. Aber er ist halt auch verdammt umständlich. Was mir da gefehlt hat, eine Spiegelkante. Man beklebt eine Seite des Autos und dann zeigt man einfach hier Spiegelkante genau in der Fahrzeugmitte und plopp, wird auf die andere Seite übertragen. Das geht ja von Seite zu Seite, aber eben nicht von Motorhaubenseite links auf Motorhaubenseite rechts. Das ist das Problem. Und das macht das teilweise ganz schön schwierig. Bei Schrottteile? Sehen wir sie uns an. Bei dem Subaru habe ich 67 Minuten gebraucht, runtergetrimmt auf, ja, so viele Minuten wieder zu sehen waren. Und hier bei der Corvette waren es 97 Minuten. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Wagen ansehen. Bibliothek, Folie bearbeiten, Decals. Motorhaube ist hier oben. Dieses weiße Dreieck da. Ich weiß nicht, was das da soll. Ich habe es einfach in irgendeiner Bearbeitungsphase dahin geklatscht und mir ist es dann auch gar nicht aufgefallen. Nachdem ich den Wagen angeguckt habe, ist mir erst draußen aufgefallen. Das sieht ja auch ziemlich synchron aus, ne? Ups. Was machst du da? Du kommst jetzt weg. Löschen. Genau. Weniger ist bekanntlich auch mehr. Ich habe mir überlegt, davon etwas wegzunehmen von der Motorhaube, weil es sieht auch etwas sehr überladen aus. Ich werde den Spaß erstmal speichern. Änderung speichern, genau. Auf dieser Lackierung. Jetzt gehen wir auf Bearbeiten. Aufkleber. Ich glaube, ich nehme das Schwarz mal weg da in der Mitte.
Nee, ist das Dach schwarz? Dann müsste das hier sein, ne? Genau. Die Kaloschen. Sieht immer noch sehr beladen aus, aber jetzt auch noch das Gelb wegnehmen. Da haben wir so einen dicken roten Streifen. Ich will eigentlich da vorne gar keine dicken roten Streifen. Nee, ich belasse es so. Erstmal, vielleicht ändert es ja nochmal. So, jetzt gehen wir hier wieder raus. Änderung speichern, aber auf einem extra Slot. Das finde ich halt auch schade, dass man einfach nicht die Möglichkeit hat, auf einer Folie gewisse Sachen oder auf einer Arbeitsoberfläche, sage ich jetzt mal, einzelne Sachen auszublenden. Wenn man eine andere Idee hat, dann muss man nicht alles verwerfen oder auf einem extra Speicherstand speichern. Also auf so einem extra Slot. Gut, man hat 100, aber warum kann man das nicht einfach ausblenden? Da fehlt so viel, wenn man mit Photoshop zu tun hat. Da stellt man sich so viele Fragen, warum ist das nicht so und so und so. Aber gut, es geht nun mal nicht anders. Es muss halt so. Das Spiel ist nun mal so. Ja, wir verlassen die Garage. Bei der Heckansicht, da war ich anfangs auf einem guten Weg mit den ersten gelben Aufklebern da links und rechts. Und dann war das so schwierig, das wieder relativ symmetrisch hinzubekommen. Aber ich finde, das aktuelle Design gefällt mir verdammt gut. Dabei war ich zwischendurch auf einem Weg, wo ich mir gedacht habe, ob das noch was wird, zufriedenstellend. Am Ende, ja, ist es geworden. Ah, schick. Gut. Was mit der Köderkiste hinter uns? Ach, den Sprung hier müssen wir auch noch machen. Im Sprung den Sprung beginnen oder anders versuchen? Ich probiere es nochmal im Sprung. Was auch da vorne. So, dann wollen wir nochmal. Weit, weit weg ist das Ziel. Ein könntest du das Nitro geben, denn wir füllen ja während der Fahrt noch auf. Das könnte wieder schwierig werden. Ich fliege! Mist, wir haben ihn übersprungen, den Sprung. Götterkiste zur Linken ist wieder da. Bin ja schon auf dem Weg. Diesmal packen wir es aber. Mit weniger Aufklebern geht das viel, viel einfacher. Zwei Aufkleber haben wir weniger. 30 Kilogramm Gewichtsersparnis. Die denken, wir sind was, ein ganz anderes Fahrzeug. Was? Das habe ich nicht gelenkt. Autopilot. Nein! Der schöne Lack. Arschkrampe. Sind die Polizisten ganz weit weg, keiner um uns herum. Njum. Oh oh. Jetzt kommen sie an, jetzt haben sie uns gleich. Kleine Kurve, die gerade angefahren sind. Ziemlich dumpfer Sound. Hoppala. Au. Nicht wieder im Tunnel. Auch nicht draußen. Was war das denn jetzt? Haben die mit irgendwas geschmissen? Mit einem Stein? Knapp 3 Kilometer noch. Natürlich muss ich auch den wieder mitnehmen. Pass darauf, verdammt. Das könnten wir uns auch sagen. Eine Corvette, aber beileibe nicht so schick. Oh nö, oh nö. Auf dem Dach liegen ist gar nicht mal so schlecht, weil dann werden wir zurückgesetzt. Ah, aber nicht so. Och Mann. Schon zum zweiten Mal mit der gleichen Kiste. Es liegt nicht daran, dass der Wagen zu schwach ist. Du Spiel. Bums. Hm.
Ich überlege gerade, was für ein Wagen ist denn die Corvette? Darum steht Racer, okay. Oben rechts. Gar nicht so viele Punkte oben drüber, aber es geht halt nicht mehr viel besser. In 6 Punkten ist eh Schluss. Natalia Nova, Supernova. Probieren wir es nochmal. Wenn es zu lange dauert, dann muss der Wagen halt noch besser werden. Brauchen wir halt ein paar erfolgreiche Köderkisten. Ich fand die Corvette ja auch schon in der vorherigen Lackierung ohne großartige Aufkleber sehr schick. Aber jetzt so nach über 1,5 Stunden Zeit, die ich nur in die Optik investiert habe, muss ich sagen, so gefällt es mir nochmal einen Ticken besser. Die Radarfälle hätten wir auch noch hier liegen. Oh, da war ein Street Racer. Ablenkung. Ist nach rechts abgebogen. Oh, Baum. Autos. Miep, miep, miep. Na, so ein Glück. Die wilde Karte. Deutlich unter uns, über 100 Punkte. In dem Golf GTI. Komm schon. Was trifft ihr da hier rum? Mach dich Clubsport. Bereit, abgehängt zu werden. Ein Pro ist er. Angeblich. Na, wollen wir mal gucken. Weg, weg, weg. Das war zu eng. Scharfe Linkskurve. Oh oh. Was ist da gerade passiert? Bums hat's gemacht. Na, nochmal. Mehrmals. Verdammt, Tyler, wach gefälligst auf! Toll, jetzt wird der Arsch. In seinem blöden Golf. Ein Golf führt gegen eine Corvette, ist klar. Voll unrealistisches Spiel. Boah, der ist gerade wieder verdammt schnell, aber ist der gar nicht so schnell. Ah, jetzt bleibt er hängen. Er war 4 Punkte in Führung. Oh Gott, enge Straße. Oh, hier oben wieder ins Wohngebiet, na toll. Wenn ich dann nur an den... Nicht Kobayashi, sondern... Ach, ihr wisst schon, wen ich meine. Ich denke, das war echt haarig. Der ist gar nicht über 100 Punkte langsamer. Weiter ins nächste enge Gebiet mit vielen parkenden Autos. Und vielleicht noch mit Sprüngen, weil es jetzt ziemlich abhängig gleich runtergeht. Oh, oh. Oh, mit 275 Sachen hier lang. Krasser Scheiß. Oh, scharfe Kurve. Na, kommt viel besser durch. Scheiße. Ist ja echt ein erfolgreicher Start in dieser Folge. 2 Köderkisten nicht geschafft und jetzt der Typ hier auch hier noch. Ist noch nichts entschieden. Wir fahren nur noch 4 Kilometer. Wir haben einen dicken Rückstand, der macht gerade dick Punkte gut. So viel Nitro haben wir nicht, schade. Der hängt am Baum. In der Wand. Ich bin einfach zu gut. Einfach zu gut, da halte ich nochmal zurück. Großmaul. Hat er von Mac gelernt. Nicht gewonnen. Auf einmal. Ja, verflucht! Aber auch nur, weil er hängen geblieben ist, ansonsten hätte er uns nass gemacht. Wilde Cut, immerhin der erste Erfolg in dieser Folge. Köderkiste! Die Position kennen wir so noch gar nicht. An dem Hotel oder was das hier ist. Steht ja einfach vor einem Hotel herum. Also, wo ist das? Wo kann man das beschreiben? Drifter. Hier in diesem geschwungenen darunter. Drifthändler. Da in dem Eck. So. So kann man sich das merken. Ups. Na gut, merke ich mir vielleicht. Kann man das nicht noch besser beschreiben? Moment. Da dieses... Weiß nicht. Komische da, dieser Handtuchhalter, dieser Handtuchheizung. Und links davon, in diesem großen Gebiet. Handtuchhalter, merke ich mir. Handtuchheizung.
wie man sie aus Bädern kennt. Oh, hier kommen wir gar nicht so einfach raus. Fahren wir wieder zurück. Handbremse. Nein, hier geht's noch nicht raus. Hier vorne erst. Danke fürs Zurückschieben. Voll nett. Hä, jetzt haben wir, wenn wir in die andere Richtung fahren, auch Spiel. Bist du doof? Die uns entgegenkommen. So, dritte Köderkiste in der Folge. Das sind ja schon Ausmaße an. Von besonders ausgemaßten Folgen, die wir schon hatten. Boah, wie der Nacht zieht, ohne Nitro. Arschloch. Der hat kein Nitro gegeben und konnte noch mehr draufdrücken auf die Tube. Krasser Typ. 5,5 Kilometer noch. Nein, die armen Zivilisten, ihr habt. Ihr seid echt gute Wächter der Straße. Ihr macht Zivilisten tot. Finger weg. Das ist wieder, endlich wieder normale Sicht. Oh Gott, der rammt gleich. Oh Gott, oh Gott. Hallo. Das war ganz leicht, ja? Nicht aggro werden. Hey, den Johnny kennen wir doch mit dem Regera. Ach, Überschlagstunnel. Ist ja nix. Oder was war da der Überschlagstunnel mit? Das ist mal 31 Kilometer an. Ja. 3,3 Kilometer noch, hier ist ein Verkehr. Klingt cool, die Corvette. Lincoln 130, wie lautet Ihre aktuelle Position? 2 Kilometer noch. Da 33 Sachen. Oh nö, abbiegen. Keine Polente mehr hinter uns. Bestimmt gleich vor uns. Dauert aber offenbar noch. Ja, ja. Ganz gemütlich hier entlang fahren. Kurve in Dreck. Nee, da können wir gleich mal noch bei dem Windpark und bei den Solarfeldern vorbeischauen. Windpark ist ja gleich zu linken. Adios, Jungs. Adios, nicht amigos. Über 1 Million haben wir jetzt. Hatten wir schon vor der Küste, vor der Kiste sehe ich gerade. Wir haben ja gerade 20.000 bekommen. Nitro? Tempo ist nicht verkehrt. Kostet das Nitro? Ja. Macht den Wagen nicht besser, bringt mehr Höchstgeschwindigkeit, kostet aber Nitro. Insofern, nö, danke. Wie viel kostet das nochmal, wenn wir die oder was bringt uns das? 10.000 ist jetzt auch gar nicht so wenig. Ein Teile-Token, wir brauchen 3 für eine 25.000er-Karte. Also, die sind in etwa 27.500 wert. Da wäre es eigentlich besser, die zu verkaufen, aber wann haben wir schon mal wieder Teile gekauft? Das ist schon lange, lange her. So, da geht's hin. Für den Fall, dass ich da nicht hinfinde. Ich mag einfach diese Markierung da oben am Himmel. Von diesen Wegpunkten. Besser als irgendeine Markierung auf der Straße, wo ich nachlag. Wo ich entlang fahren kann. Hier ist aber nichts. Sonst wäre ich schon längst ein Geräusch gekommen. Dann fahren wir hier geradeaus über den Hügel zur nächsten Köderkistenposition. Und Street Racer war da. Zu spät, wir fliegen gerade so schön. Bombs. Kommt noch ein kleiner Hügel. Ah, springen wir nicht wirklich. Der ist zu flach. Viel zu langsam. Ich glaube, ich muss noch ein Stück nach rechts. Ja, genau. Hier scheint auch nichts zu sein. Nö. Ich könnte zum Albert Park hochfahren, oder? Ich fahre runter. Ich will ja eigentlich sowieso dieses Supernova-Rennen machen. Dann fahren wir jetzt nochmal zur Kirche, zum Windrad und dann zum Strommast und dann haben wir bestimmt schon längst wieder eine Ablenkung gefunden. Wir machen dieses Supernova-Rennen dann doch nicht. So wird es ganz bestimmt kommen. Achtung, Gleise, wir kommen. Vorne ist wieder Straße, schön.
Abfallhändler. Autos, die ich mir jetzt... Also Autos kaufen, die wir gezielt dann auch einsetzen für die jeweiligen Events bei den letzten Rennen. Werde ich mir nicht mehr holen. Köderkiste. Hier war auch eine. War das gerade die wilde Karte? Stimmt, ja, ja, genau. Da waren wir erst in relativ kurzer, vor kurzer Zeit. So, neben den Gleisen. Ja. Stimmt, hier bei dieser braunen Kante. Bei diesem braunen Übergang. Bei den Gleisen oberhalb. Dann würde ich sagen, machen wir die Köderkiste aber in der nächsten Folge. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss.